Kaninchen lieben Trockenfutter. Es ist praktisch und geht ziemlich schnell. Um das herauszufinden, müssen wir uns erst einmal die Frage stellen, was im Trockenfutter alles enthalten ist. Das sind zum einen Ringe, Erbsenflocken, Ringelblumen, Johannisbrot, Getreide und Mais gemahlen oder in Körnerform, Pellets, Kräuter wie beispielsweise Luzerne, außerdem getrocknetes Obst und Gemüse. Unsichtbar sind tierische und pflanzliche Nebenstoffe und andere Zusatzstoffe. Das Problem sind zum einen die Pellets. Da diese im Magen der Kaninchen fast um das Fünffache aufquellen und das Kaninchen hat dadurch das Gefühl, dass es satt ist. Deswegen nimmt es keine Nährstoffe zu sich, die beispielsweise in dem Heu oder in den Möhren enthalten wären. Außerdem werden die Backenzähne kaum beansprucht, was zu vielen Zahnerkrankungen führen kann. Das kann viele Folgen haben, beispielsweise Zahnerkrankungen, Verstopfungen, Nieren- und Harnsteine, chronischen Durchfall und vieles, vieles mehr. Deswegen solltet ihr von nun an genau gucken, was in eurem Trockenfutter drin ist. Wenn ihr mit den Inhaltsstoffen nicht zufrieden seid, solltet ihr lieber auf Selbstgemischtes zurückgreifen oder grüne Alternativen verfüttern. Eure Kaninchen sollten auf jeden Fall ab und zu mal etwas Gras bekommen. Besonders schön ist es, wenn sie im Außengehege das selber finden können. Außerdem ist Heu natürlich selbstverständlich ein Muss und muss immer dabei stehen. Außerdem solltet ihr Obst und Gemüse verfüttern. Und nebenbei sollten auch öfters Äste in den Kaninchenstall gelegt werden, da die Kaninchen dadurch ihre Zähne abreiben können. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und schreibt mir mal in die Kommentare, ob eure Kaninchen ohne Trockenfutter zurechtkommen oder wie ihr das macht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!